Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind immer noch in Bayern und zwar sind wir gerade hier am Kesselberg mit dem guten Sick Official okay. Hier am Start. Mit einer BMW S1000 RR und um die wird es heute auch gehen. Das Ding sieht absolut geisteskrank aus. Du hattest ja schon so viele Supersportler, hab auch hier und da mal, muss ich echt zugeben, ein Video verfolgt. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr, sehr, sehr nice. Und das ist jetzt eigentlich so dein ultimatives Spielzeug, was du aktuell hast. Was haben wir hier genau? Was für ein Baujahr? Was hast du dran verändert? Schieß mal los. Also es ist eine 2018er BMW S1000 RR. Ich habe jetzt vor kurzem, wie du ja siehst, so ein bisschen die Folierung angepasst. Das ist ganz wild. Wie bist du auf das Design gekommen? Wenn du den Helm anschaust hier so. Ah, okay. Also inspiriert genau. von dem Helm hier? Von Rossi quasi. Von genau. Rossi inspiriert hast du gesagt, hey, pass auf, ich möchte meine BMW genauso in dem gleichen Design haben. Sozusagen. Ich habe dann eine gute Foliererin an der Hand gehabt, die das dann umgesetzt hat und ja, bin sehr, sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Das ist echt Wahnsinn. Was haben wir da alles verarbeitet? Hier natürlich Logo, German Logo. Most Wanted, dann Farben. Logo ganz wichtig, ja, hier musste ein Pink kommen. Da hat die Xenia einen Einfluss gehabt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es war ihre Folie, ja. Das ist richtig geil. Gedacht, so als kleinen Extra-Touch. Finde ich nice. Das sind so die Gimmicks, die dann wirklich bei näherem Hinsehen sichtbar werden. Also hier einfach mal das BMW-Logo ein bisschen gepimpt, auf gut Deutsch gesagt. Mit ein bisschen lila Glitzerfolie, beziehungsweise pink-rosa, kriegen wir noch einen über den Deckel von Xenia. Und ansonsten damit's, hier... Damit es den Frauen auch gefällt. Ah, okay, daher weht der Wind. Ich verstehe. Sehr, sehr guter Einfall. Ja. Dann, was ich auch richtig geil finde, wenn wir hier an der Front bleiben, du hast die Felgen gepulvert. Und ich hoffe, das kommt auf der Kamera so rüber. Der Farbton ist so unfassbar geil. Du musst an der hinteren gucken. An der hinteren sieht man das da besser? Frisch geputzt. Stimmt, du hast extra Reiniger dabei. Falls ihr euch an die Story erinnert, die ist ja vor ein paar Tagen online gegangen. In der Tat hier schön extra alles geputzt. Die glitzert und wirklich blitzert hier. Wirklich bis zum Geht nicht mehr. Und hier, also das ist alter Schwede. Was zur Hölle ist das für ein Farbton? Ist das so ein lila Metallic? Wie genau? Lila-blau Metallic ist in den genauen Farbton. Müsste ich echt nochmal nachfragen, aber MB Polish kann euch da weiterhelfen auf Instagram. Das ist, der macht also, da echt guten Job eigentlich bei uns in München. So richtig schön. Vor allem mit den neongelben Felgenaufklebern, finde ich, sind ja Felgenaufkleber, ne? Ja, genau. Stimmt, ja. Finde ich, passt das optisch so geil zueinander, weil da ist es auch immer schwierig, Neongelb mit einer anderen Farbe zu kombinieren oder in dem Fall so ein Metallic Lila zu kombinieren. Aber das Neongelb passt so optimal dazu. Also die Felgen finde ich persönlich bis jetzt, neben dem Carbon, da kommen wir gleich zu, aber finde ich wirklich ist so das Highlight. Die Farbe ist halt einfach, das müsst ihr in echt sehen, ist einfach nur sick. Also, ne, sick mit Doppel-C. Was ist das hier? Ist das legal? Da kann ich fast meine Faust reinstecken. Bei dem Modell ja. SC Project, ich glaube CRT heißt er. Oder, genau. Hat aber auch noch den riesen Cut drunter, der die Illenberger Carbonabdeckung deckt das Ganze einfach ein bisschen. Finde ich echt geil. Also es sieht nicht legal aus. Ja. Wahrscheinlich wirst du auch oft damit angehalten und die Polizei sagt dann hier, wo ist denn der DB-Killer, oder? Richtig. Aber die Messung ergibt dann immer, ist legal, passt, kannst weiterfahren. Also von daher. Apropos Messung, wir werden natürlich auch gleich ein bisschen Sound hören. Noch nicht jetzt, weil wir haben noch ein paar andere Parts, auf die wir eingehen. Aber da bin ich sehr gespannt, wie das Ding klingt. Ist auch mit Klappensteuerung wahrscheinlich, oder? Richtig, ja. Also von Werk aus, BMW ja. aus Standard. Schon... Standard eingebaut. Und das ist richtig geil, weil es ist nach Drehzahl, oder? Es ist nach Geschwindigkeit bei der. Ich glaube, ab 4.000-5.000 Umdrehungen geht irgendwann die Klappe mal kurz zu und dann irgendwann ab 8.000-9.000 geht sie dann wieder auf. Und dann knallt es richtig. Ja, richtig. Geil. Also das ist wirklich zu sexy. Auch hier, wie der angelaufen ist, blau, lila, das sieht einfach... Also früher hätte man sich sowas immer gewünscht, aber da war es halt noch nicht legal. Wenn das jetzt komplett wäre, dann wäre es noch schöner, aber mal. Ja, und dann wäre es aber auch unerträglich laut. Ja. Dann hier hast du einmal komplett Carbon-Verkleidung. Die zieht sich ja wirklich von vorne bis hinten. Ist das von Gilles oder ist der Sticker einfach nur drauf? Gilles sind die Rastenanlage. Ja. Ist die Rastenanlage, aber der Rahmenschutz und auch die Carbon-Parts kommen von Stein-Dinse. Die ist von Carbon-Attack. Ah, hier, Marke. Carbon-Attack. Ja. Den Bug an sich, den habe ich von Illenberger. Das war der einzige, der so weit ging bei dem Modell und wo auch ordentlich alles versteckt. Ja. Von daher, ja. Also Carbon muss da der sein. Finde ich, ist gerade bei einer Supersportler ein absolutes Muss und hier auch ein Hingucker, weil du kannst es mit allem kombinieren. Ja. Egal mit welcher Farbe, selbst wenn es hier eben wild gemixt, komplett bunt ist, das Carbon fügt sich einfach so perfekt da ein und das ist, also ich finde es einfach lecker. Ja, ich werde da ein bisschen geil. Hast du sonst noch technisch was verändert an der S1000 RR? Gar nichts. Also sie ist grundlegend eigentlich Standard, Übersetzung ist Standard. Ich habe eigentlich alles legal gehalten, kurze Hebel einfach. Ansonsten, ja. Nicht viel dran gemacht. Ja, dann würde ich sagen, Scheinwerfer, ja. Sind auch noch original und auch die Leuchtmittel habe ich noch nicht ausgetauscht.
Gibt es da welche? Gibt es da Angel Eyes mit Zulassung? Oder? Würde es geben, aber ich glaube nicht mit Zulassung. Nicht mit Zulassung. Ja, von daher passt es schon so. Ja, da würde ich auch aufpassen. Sonst ist das Bike nämlich schneller eingesackt, als du denkst. Das reicht auch so, schaut auch so schön gut drauf. Also ich finde es wirklich, wenn jemand mal von vorne drauf schaut. Genau, Spiegel hast du auch hier, das haben wir gar nicht erwähnt. Du hast einfach mal Lenker in den Spiegel. Sind das die von Shinyo? Ja, genau. Ja, richtig. Perfekt. Classic. Vom Polo. Ja, kennt jeder Supermoto-Fahrer. Wir haben die, genau, Standardding, wir haben die immer hier montiert, bei der Supersportler außen. Und eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon, wenn die Spiegel hier, also diese klassischen Supersportler-Ohren, wenn die abmontiert sind. Aber bei deiner, ich weiß nicht warum, aber ich finde es unfassbar sexy. Also es sieht nur geil aus. Problem natürlich, hatten wir gerade schon besprochen, off-camera, wenn du filterst an der Ampel, da muss man aufpassen, weil dass man dann einen Seitenspiegel mitnimmt, die Gefahr ist relativ hoch. Ja. Boah, und eine neongelbe Kette hast du auch? Alter, wie sauber ist die denn? Hast du die nochmal geputzt extra heute? Das sind Aufkleber, tatsächlich. Also es ist keine neongelbe Kette, sondern wirklich nur einzelne Kettenglieder, die du aufklebst. Niemals. Doch, musst alles komplett sauber machen. Niemals. Und dann kannst du es kleben. Du hast ja komplett einen an der Waffel. Aber es heute. Also das muss man wirklich sagen, also ist mir noch nie eins abgefallen. Ich finde es extrem sexy. Ja, da könnte ich überlegen, ob ich das auch dran machen lasse. Weil ich selber mache das auf gar keinen Fall. Sollen wir mal anschmeißen den Hobel? Können wir gerne machen. Oder du kannst gerne machen. Ja, mach durch. Ich stelle mich hier hinten hin, weil dann kann ich den ersten Big Bang direkt hören. Das war die Klappe übrigens. Echt? Ist die jetzt zu oder aufgegangen? Ich kann auch gerne nochmal machen. Ja. Das ist so ein Check. Ah, und jetzt ist sie also, zu. Ja, vielleicht ein bisschen WD-40 und dann geht's wieder. Warte. Oh. Ja, ist schon fein. Ja, geht schon was. Alter! Mein Ohrenschmalz hat gerade wirklich, also wirklich in beiden Ohren extrem vibriert. Junge, ja, ich würde sagen, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, dass wir einmal den Kesselberg rauffahren, natürlich gemacht, wir wollen hier kein illegales Straßenrennen veranstalten oder die Höchstgeschwindigkeit bis zum geht nicht mehr brechen, aber das Schöne ist ja, die Kurven sind relativ eng, das heißt, die ein oder andere Kurve können wir auf jeden Fall ein bisschen mit Speed nehmen, so in der Toleranz und dann einfach mal so die, weil ich finde, beim Fahren wirkt eine S1000er eher und eine Supersportler generell nochmal ganz anders, als wenn du eben das Motorrad jetzt so im Stand begutachtest. Sieht auch geil aus. Aber ich will einfach mal sehen, wie du dich damit in die Kurve legst. Können wir gerne gerade mit der Kombi zusammen. Ja, dann würde ich sagen, satteln wir auf und dann jagen wir ein bisschen die Kurven. Attacke. Oh, okay, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Samstag, Sonntag, Feiertage dürfen hier keine Motorräder langfahren. Richtig, also beziehungsweise man darf nur durchfahren. Ja. Man darf von oben nach unten darf man fahren, ja. Soweit ich weiß. Aber ansonsten ist es komplett verboten, ja. Weil hier wahrscheinlich viele Unfälle passiert sind und einfach ein paar Leute es übertrieben haben. Genau. Ja. Crazy. Okay, sag mal. Ja, kann man machen. Wie viele sind hier gestorben? Weißt du das? Keine Ahnung. Aber das über die Jahre, da gibt es ja aus den, ich glaube, 90ern schon Reportagen, wo hier schon so gefahren wurde. Also da gab es bestimmt schon über 1000. Bestimmt. Mindestens. Aber die Strecke ist schon wirklich schön. Wir sind die ja gerade schon ein paar Mal auf und ab gefahren. Also selbst wenn man es jetzt nicht komplett übertreibt, macht es einfach Spaß, hier durchzuscheppern. Also man kann halt hier, was habe ich auf dem Tacho, 57. Man kann die Kurve wirklich, also die Strecke wirklich schön fahren, flüssig, ohne dass sich da irgendwie jemand gefährdet fühlen müsste. An der Stelle muss ich auch nochmal erwähnen, Freunde, mein Tacho geht nicht richtig. Falls ihr euch jetzt denkt, hey, ihr fahrt ja viel zu schnell, da ist doch 60. Ich habe immer noch eine falsche Radgröße eingestellt, weil mein Motorrad ja original auf Enduro kommt. Das muss ich mal ändern. Deswegen jetzt aktuell, du kannst ja mal, sag mal, wie schnell wir fahren gerade. Ich fahre jetzt gerade 68. 68 und bei mir steht knapp 80 auf dem Tacho. Also da ist auf jeden Fall eine Abweichung. Deswegen denkt nicht, dass wir hier rasen, um Gottes Willen. Wir wollen euch einfach nur ein bisschen die Kurven zeigen und eben dieses wunderschöne Bike von Sick. Ich habe mich echt ein bisschen verliebt jetzt in die S1000er R, muss ich ehrlich gestehen. Also ich muss auch ehrlich zugeben, deine Maschine würde mir als so nebenbei auch mega taugen. Ja, wie wär's denn mal mit einer Supermoto so als Mini-Motorrad? Ich hab schon oft drüber nachgedacht, aber tatsächlich den Schritt dann nie gewagt einfach. Sei es jetzt deswegen, weil ich dann einfach auf der Landstraße einfach, ich sag jetzt mal, an eine gewisse Höchstgeschwindigkeit gebunden bin oder... Also ich muss mich übrigens daran gewöhnen, dass ich fahre und rede, ja. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, oder? Ja. Oh, die Kurve war richtig, richtig geil. Ja, hier kann man richtig Spaß haben. Früher, wie gesagt, bin ich ja auch durchaus mal ein bisschen flotter gefahren,
aber man wird halt trotzdem auch älter. Ja. Bisschen vernünftiger. Welche Maschinen hattest du jetzt eigentlich schon? Du hast ja diverse Supersportler. Boah, der war ganz schön tief hier mit der Honda. Du hattest ja schon diverse Supersportler. Wie fing das an? Also ich hatte damals habe ich angefangen mit einer Ninja ZX6R. Ja. Von 2006. Weiß nicht, ob du die kennst noch mit diesem runden Heck, wo der Auspuff unterm Arsch ist. Ja. 636B oder sowas heißt es, glaube ich. Mit der habe ich angefangen. Das war auch voll meins. Dann hatte ich damals einen Unfall, dann hatte ich eine CBR 600R von 2008, dann eine Gixxer 600, eine G6R 600 von 2008, dann eine 1000er G6R von 2008, dann eine R1, eine R22. Oh, die sah richtig volle, geil aus, mit der Chromfolie, richtig? Da habe ich auch viel mit angestellt, ja. Ja, und dann halt nach, ich glaube, 4 Jahren mit der R1 habe ich mich jetzt dann irgendwann dazu entschlossen, dass ich jetzt eine BMW fahre. Oh, Junge, das ist auf jeden Fall schon wieder richtig gefährlich hier. Ja, Alter! Super. Ja, der Kawasaki-Fahrer hat mich gerade so übel überholt. Ja, ja. Ich glaube, der weiß ja wahrscheinlich nicht, was wir hier gerade aufnehmen. Nee, ich glaube nicht. Sollen wir den mal vorlassen hier? Warte mal. Ja. Ist der nicht zwischen mir? Achtung, der überholt. Oh Gott. Also das ist schon wild. Das ist schon wild. Ich meine, wir fahren ja auch ein bisschen wilder hier und dort. Aber wenn man das dann selber mal miterlebt, wenn man langsam einfach nur die Strecke entlang rollt und dann plötzlich einer, ja genau, entlang cruise und dann plötzlich einer an einem vorbeischießt. Können wir hier umdrehen oder? Ja, wir können ruhig hier umdrehen. Easy. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Ja. Ich fühle mich wie so ein alter Opa, wenn ich das sage. Wenn du jetzt zurückblickst, 600er im Vergleich zu einer 1000er? Also ich muss sagen, eine 600er hat sich damals sehr, sehr spielerisch bewegen lassen. Mit der 1000er ist das Ganze einfach ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, du hast mehr Respekt bekommst, sage ich mal, weil du halt einfach mehr Power unterm Arsch hast, aber grundlegend ist es wirklich so, dass ich mich mit der 1000er tausendmal mehr wohlfühle. Also von der Range her, man kann auch mal im niedrigen Drehzahlband einfach mal Gas geben, kann vorbei beschleunigen und man ist halt schon ein bisschen verleitet, zu schnell zu fahren, aber es geht. Auf der Autobahn? Ja. Auf der Autobahn kann man gerne mal 300 fahren. Ja. Genau, das ist halt, noch geht das, noch haben wir das Privileg. Wie lange das noch so ist, weiß man nicht. Aber damals natürlich extrem Spaß. Hat ja damals auch eine ZX-10R und ich muss sagen, hier und da bin ich dann auch mal 300 gefahren auf der Bahn und es war schon echt geil, ein krasses Gefühl. Ja, solange du kein Gefährt hast, ist alles okay. Eben, primär ist natürlich eine Supersportler für die Rennstrecke gedacht. Bist du mit der häufiger auf der Rennstrecke oder eher also so die Ausnahme? Mit der tatsächlich noch gar nicht. Echt? Mit der 1 bin ich schon... Lass mich überlegen, ich glaube 4-5 Mal oder so ist auf der Renne gewesen. Ich habe immer nur ein Bike gehabt, musste immer umbauen. Mhm. Verkleidung runter, Verkleidung drauf. War ein bisschen mühselig, mit der will ich mir das jetzt gerade noch nicht antun. Jetzt habe ich sie gerade schön gemacht. Jetzt vor allem Corona-technisch muss es jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch nicht sein. Vielleicht dann nächstes Jahr. Da wäre ich echt gespannt, wie du mit der performst. Weil ja, so an sich auch. Ist eine S1000er eher schon eigentlich so das Track-Tool. Gerade das Modell ist schon ziemlich sexy. Ich bin ich glaube, ich bin genau dieses Modell. Oder war das sogar noch die ganz neue? Ich bin eine Probe gefahren, die hat sich wirklich gefahren wie Butter und ich habe aus jeder Kurve durch die Elektronik, die halt so krass war, schwarze Striche ziehen können, dass ich selber Risiko eingegangen bin. Also wirklich Wahnsinn, was das Motorrad leistet. Muss ich auch sagen. Also obwohl... Oh, warte mal. Ich höre dich gerade nicht. Jetzt bin ich wieder da. Ah ja, perfekt. mein Headset macht manchmal Sprachbefehle. Ja. Wollte gerade wieder irgendwas machen. Also mit dem Modell tatsächlich, die hat so eine Dynamic Damping Control oder sowas, so eine Art Traktionskontrolle, wo irgendwie das Fahrwerk verstellt. Das bauen die meisten aus. Ich glaube, die Vorjahresmodelle 2015, 16 sind auf der Renne beliebter. Da ist die so ein bisschen, ja, die kann auch schnell fahren, aber ich sage jetzt mal, wenn du so voll ans Limit dran willst, dann musst du das Ding hier rausholen. Aber bis man voll ans Limit geht, da ist natürlich noch... Richtig. Way to go. Ja. Okay, komm, lass mal runter, bevor das Auto da kommt. Wir schnacken hier die ganze Zeit. Die Leute wollen das Ding ja noch ein bisschen in Action sehen. Boah. Stimmt, Blipper ist natürlich auch drin. Und der Sound, wenn die Klappe aufgeht, Gänsehaut. Einfach geil, absolute Gänsehaut. Bist du mal eine Ducati-Probe gefahren? Wie findest du das Ding? Ich bin auch schon eine Ducati gefahren. 1199 war es damals. 1299 auch schon. Und eine Panigale durfte ich einmal draufsetzen und ein bisschen bewegen. Es ist schon geil, aber mir persönlich ist es zu ruppig. Also mir gefallen irgendwie die Suzukis, BMW lässt sich auch gut fahren, aber die Ducati ist so bissig. Einfach durch den Zweizylinder. Hast du das Hitzeproblem auch gehabt damals? Dass das Ding so heiß wird unterm Arsch? Ja, ich habe die in Thailand, hatte ich die zur Probefahrt und ich dachte mir, Junge, was zur Hölle ist das? Also meine Beine sind gefühlt weggeschmort, Haare hatte ich danach nicht mehr. Das war ganz, ganz wild. Jetzt hier schön in die Kurve rein. Oh. Ich komme nicht mal runter. Also entweder schlechte Körperhaltung oder schon lange nicht mal gemacht.
Hey, ganz ehrlich, aber Hauptsache bitte, man hat Spaß. Bitte verzeiht es mir, ja. Boah, Junge. Boah, was? Wie hier manche Langbahner, es ist unfassbar. Junge, Junge. Ja, die Strecke hier ist schon cool. Also es ist schon ein schönes Fleck Erde, oder ein schöner Fleck Erde hier, aber immer mit ein bisschen Respekt zu genießen. Hey, man will ja auch noch länger die Kurven fahren können. Richtig. Und wenn der Arm oder das Bein ab ist, dann geht das auf jeden Fall nicht mehr so gut. Ja. Ja, sehr schön. Du, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen was zusammen machen. Ich kann gerne, dir mal so die Supermoto-Welt zeigen und du zeigst mir noch ein bisschen, was Supersportler so können. Weil auf der Rennstrecke können wir auch die Sau rauslassen und dann ein paar Wheelies ziehen. Na, das ist ja auf der Straße immer so eine Sache. Da kommt auch noch was, muss ich euch ein kleines Update geben, Freunde da der Nacht. Ja, aber da freue ich mich drauf. Also das wird auf jeden Fall eine wilde Zeit werden. Oh, jetzt geht das Knie auf den Boden. Yes! Touchdown! Woo! Aber musst du das echt auf der Kamera im Nachhinein mal anschauen, ob das überhaupt akzeptabel ist. Also ich muss ehrlich sagen, meine Körperhaltung war schon immer schlecht, war zwar immer tief, bin schnell gewesen, aber bin immer bewegungsfaul. Du, ganz ehrlich, ich bin froh, dass die Kamera nicht auf mich gerichtet ist, weil dann würden die Leute direkt lachen. Bei dir geht's ja noch. Geht's ja noch. Das ist die Betonung. Ja, mega. Ich bin schon zufrieden mit dem, was ich kann. Könnte mehr sein, aber reicht. Wie hast du den Wheelie gelernt? Ah, da... Ich habe so genauso wie du wahrscheinlich irgendwann mal Videos angeschaut, wo ich absolut Fanat darin war in den Gedanken, dass ich es endlich selber kann. Und auch so die ganzen Ami-Videos von Amerikanern, die auf der Straße auf dem Sitz stehend dann so Videos gemacht haben. Das war absolut das waren meine Vorbilder so. Da bin ich zwar heute niemals also das ist mir zu krass einfach. Ja. Aber ich habe dann mit der 600er einfach im ersten Gang immer die Kupplung gelupft, habe dann die eine oder andere Kupplung auch kaputt gemacht. Echt? Ja. Weil das ist interessant, weil es ist ja immer so das Thema, ja, Wheelies sind schlecht für die Kupplung und ich sage immer so, ja, können schlecht sein, aber nur wenn man es zu brachial bzw. nicht richtig macht. Richtig, richtig. Und ich habe am Anfang, also ich muss auch sagen, ich habe bei meiner R1 und bei der BMW jetzt zum Beispiel oder bei allen Bikes, die ich nach meiner 600er hatte, ist es nie wieder vorgekommen, aber bei meiner 600er leider zweimal sogar. Hey. Also das war wirklich, weil ich wahrscheinlich zu lange schleifen habe lassen oder ja. Was zahlt man da für eine Kupplung? Gute Frage. Das weiß ich schon nicht mehr. Das ist schon so lange her. Einfach Geld investiert. Take my money, repair my bike. Ja, natürlich. Ja. Was kostet es, kotzt. Also ich habe wirklich, kennst du wahrscheinlich auch, beim Bike, wenn was repariert werden muss, dann muss es gemacht werden, fertig aus. Dann interessiert mich aber eigentlich nicht viel. Ja, ab in den Dispo, sage ich immer. Ja. Ja. Oh, herrlich. Ja, das war doch eine schöne kleine Kaffeefahrt hier. Ja. Mit der jetzt können wir gerne noch einmal hier... machen wir nicht mehr. Ja doch, schieß los. Ich dachte, ich fahre jetzt noch mal vorbei, aber... Willst du noch mal vorbeifahren? Nein, ich glaube jetzt hier nicht. Hier ist 50. Hier ist 50. Ja, das ist scheiße. Die kriegt erst Sound in den oberen Drehzahlbereichen. Richtig, ne? Wenn ich mal ein bisschen ausdrehe. Ja, das war trotzdem geil. Und ich würde sagen, an der Stelle, Freunde, wenn euch das Video und vor allem diese unfassbar geile BMW S1000 RR gefallen hat und auch gefällt, dann... Smash der Like-Button. Ja, lasst den Like-Button explodieren. Schaut auf jeden Fall bei Sick vorbei. Er ist unten verlinkt in der Beschreibung. Und dann gibt es demnächst noch mehr Action. Vielleicht darf ich ja sogar mal bei Gelegenheit das Gerät dann Probe fahren. Auf jeden Fall. Ja, vorzugsweise natürlich auf der Rennstrecke, aber auch auf der Straße würde ich es gerne mal erleben, weil, wie gesagt, ich bin S1000RR-Fan, absolut. Ich finde es hammergeil. Also mein Kompliment nochmal und auch Glückwunsch, dass du dir so ein Bike hier auf die Beine gestellt hast. Ich weiß, da gehört viel zu. Man muss hart dafür arbeiten und auch jeden Euro da reinstrecken. Das ist schon heftig, mein Lieber, wirklich. Danke dir. Hab mich gefreut. Ebenfalls. In dem Sinne, Freunde, wir sehen uns allerspätestens morgen wieder. Genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil.